Hey Leute, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wie ihr wahrscheinlich schon vom Titel entnehmen konntet, handelt mein heutiges Video um Internetbetrüger, wie ihr euch vor solchen Leuten schützt, beziehungsweise wie ihr schnell merkt, dass ihr gerade kurz davor seid, betrogen zu werden. Denn leider ist mir das vor ein paar Wochen passiert und das genau zweimal in einer Woche. Leider. Auf jeden Fall hoffe ich dann, dass ihr durch diese Tipps nicht betrogen werdet. Ich wollte mir unbedingt eine Nintendo Switch holen, aber leider wurde ich komplett hops genommen. Deshalb dachte ich mir, kommen ein paar Sachen raus. Wahrscheinlich werden sich jetzt diese ganzen Tipps echt banal anhören, beziehungsweise werdet ihr euch denken, Bruder, wie konntest du dich nur so hops nehmen lassen? Aber egal, hört einfach zu. Auf jeden Fall mein Tipp Nummer 1, seid kein gutgläubiger Mensch. Diese Menschen können so tun, als ob die nettesten Menschen der Welt sind, aber im Endeffekt haben sie dann vor, euch zu betrügen. Auch wenn das jetzt Leute sind, die euch nicht betrügen wollen, dennoch seid vorsichtig mit solchen Leuten. Glaubt ihnen nicht alles. Denkt nicht, dass die euch irgendetwas Gutes haben wollen, weil das habe ich bei diesen zwei Menschen gedacht. Auf jeden Fall bei der zweiten Person, die mich betrogen hat, dem habe ich sogar gesagt: Bruder, bitte nimm mich nicht hops, ich wurde schon einmal verarscht. Und der Typ hat mich dennoch hops genommen. Ja, ist halt so. Mein Tipp Nummer 2: Lasst euch nicht von sehr, sehr, sehr günstigen Preisen blenden. Denn meistens sind das die Leute, die euch ganz schnell betrügen können. Ich wollte mir ja, wie gesagt, schon eine Nintendo Switch holen, die zurzeit ungefähr 400 Euro kostet, zwischen 350 und 400 Euro. Und bei den Kleinanzeigen habe ich dann Switches gefunden für 140 Euro, für 200 Euro, komplett neue für 250 auf Facebook Marketplace und dachte mir nur so, Jackpot, Bruder. Naja, wie es aussieht. Kein Jackpot, denn ich wurde hops genommen. Auf jeden Fall lasst euch davon nicht blenden, weil ich habe mir gedacht, ey komm, beim ersten Mal, wo ich hops genommen wurde, das waren 140 Euro auf eBay Kleinanzeigen. Dann dachte ich mir so, 140 ist schon mies. Und wollte mir dann eine neue holen und war dann auf Facebook Marketplace, habe eine günstige für 250 gefunden, dachte mir dann, ja okay, ich wurde schon für 140 Euro betrogen. Wenn ich jetzt für 250 eine hole, dann sind das die 400 Euro. Dann hätte ich ja den Preis eh bezahlt gehabt und war dann einfach komplett geblendet von den Leuten, die versucht haben, mich zu verarschen und die es im Endeffekt dann auch geschafft haben. Dann mein Tipp Nummer 3. Wenn ihr mit PayPal zahlt, dann zahlt bitte mit Käuferschutz. Nicht mit Freunden oder Familie, denn da habt ihr nicht die Möglichkeit, euer Geld zurückzukriegen, wenn ihr eure Ware nicht erhaltet. Am besten einfach Käuferschutz nehmen. Wenn die Person sagt, ich biete Käuferschutz an, indem du mir ein paar Euro mehr gibst, voilà, macht diese paar Euro mehr. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Sagen wir mal, ihr bezahlt mit Käuferschutz, die Person schickt einfach die Ware nicht und hat das Geld erhalten. Dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, innerhalb von, ich glaube, 90 Tagen waren das, das Geld zurückzukriegen, indem ihr bei PayPal Käuferschutz beantragt. Dann kriegt ihr safe das Geld zurück. Macht das nicht mit Freunden und Familie. Und bei Freunden und Familie habt ihr diese Möglichkeit halt nicht. Ich habe mit PayPal versucht, mein Geld zurückzukriegen, das hat aber nicht geklappt. Ja, wegen Freunden und Familie. Ich habe mich komplett hops nehmen lassen. Bitte macht das einfach nicht. Käuferschutz am besten, da seid ihr safe. Guckt euch auf jeden Fall die Profile an. Bei eBay Kleinanzeigen war es ein Profil, der schien sehr glaubwürdig, hatte Top-Bewertungen und alles, aber dieser Account wurde dann gehackt. Später habe ich eine Benachrichtigung bekommen von der Person, die mich betrogen hat, dass ihr Account gehackt worden ist und dass sie einfach nicht in ihr Account gehen durfte. Diese Hacker ziehen sich einfach Accounts mit guten Bewertungen ab, um euch den Schein dazulassen, dass sie glaubwürdig sind. Deshalb seid ein bisschen vorsichtig bei eBay Kleinanzeigen. Dann, was ich euch bei Facebook Marketplace auf jeden Fall ans Herz legen kann, googelt bzw. geht auf Facebook Marketplace und gebt den Namen dieser Person ein, die euch gerade etwas verkaufen will. Denn das habe ich ein paar Stunden nachdem ich mein Geld überwiesen habe gemacht und bam, habe ich einen Beitrag gelesen, dass diese Person ein Abzieher war. Und zwar, dass die Person den Ausweis von irgendjemandem geklaut hat und sich als diese Person ausgegeben hat. Und da waren zig viele Leute, die dann drunter kommentiert haben, dass sie es bei ihm versucht haben, dass sie auch reingefallen sind. Nach mir ist dann auch noch eine Person auf diesen Betrüger reingefallen. Ich will diese Menschen nicht beleidigen, weil im Endeffekt will ich keinen Stress haben mit dem Dings. Aber das sind einfach, ihr könnt euch schon denken, was das für Menschen sind. Googelt diese Person, auf Google könnt ihr das auch machen. Vielleicht habt ihr das Glück, dass die Personen schon irgendwie bekannt sind. Dann mein nächster Tipp auf Facebook. Ihr könnt ja auf die Profile gehen. Guckt euch erstmal an. Ich hab das alles gemacht, aber dennoch, diese Preise haben mich geblendet. Guckt euch diese Leute an. Wann haben die ihr Account erstellt? War es vor ein paar Monaten, vor ein paar Wochen, vor ein paar Jahren? Dann guckt euch an, wie viele Freunde haben die?
und guckt euch dann diese Freundeliste wirklich an. Ich habe doch, Junge, wenn ich hier gerade rede, ich habe das alles gemacht, aber diese Preise haben mich einfach blenden lassen. Ich war einfach zu gutgläubig. Geht auf den Profil rauf, guckt euch an, was für Freunde die haben. Wenn ihr merkt, dass das irgendwie Menschen sind aus, was weiß ich, für Ländern, irgendwie, die gar nichts mit Deutschland zu tun haben, sagen wir mal, eine angeblich deutsche Person hat voll viele Freunde in Afrika, in Asien oder was weiß ich, da kann es schon mulmig sein, da dürft ihr euch auch schon so denken, na, ist der Typ ein Betrüger, weil das sind einfach Fake-Freundschaften, die der sich gemacht hat, um glaubwürdiger da zu sein. Habt ihr die Handynummer bekommen, guckt auf WhatsApp, wann der seinen Status gemacht hat. Da steht ja auch zum Beispiel irgendwie, hey there, I'm using WhatsApp. Und das ist ja immer das Status, was du ganz am Anfang hast. Siehst du ja auch, in welchem Datum der das gemacht hat. Ich habe das alles gemacht, aber ich war einfach zu gutgläubig. Wie oft soll ich das betonen? Seid nicht gutgläubig. Voila, habt Geduld. Ich schwöre, ihr habt Geduld. Später, als ich bei der Polizei war, meinte der Polizist auch zu mir, hätten sie nur ein wenig Geduld gehabt. Dann, was ich euch noch empfehlen kann. Falls eine Person euch eine Sendungsverfolgungsnummer geschickt hat, dann googelt einfach mal diese Nummer nach, um sicher zu gehen, dass die Nummer nicht vom Internet abgezogen worden ist. Denn mein Betrüger dachte sich, dass ich so etwas nicht tun werde. Habe ich aber gemacht. Habe ihn dann darauf auch angeschrieben, ob er mich verarschen will. Denn die Nummer, die er mir geschickt hat, das Bild war einfach 1:1 im Internet von 2018. Das war auch irgendwie die einzige Grundlage, um den Polizisten beweisen zu können, dass ich gerade verarscht worden bin. Falls ihr dann betrogen worden seid, wie gesagt, wenn ihr Käuferschutz hattet, nutzt die Gelegenheit, kontaktiert PayPal. Aber wenn ihr genauso arm dran seid wie ich, dann geht einfach zur Polizei und ja, versucht ihnen zu beweisen, dass ihr gerade hops genommen worden seid. Ich habe jetzt 2 Anzeigen erstattet und ich warte auch schon seit Wochen auf einen Brief oder so von der Polizei. Bis jetzt ist noch nichts gekommen. Ich glaube, die 400 Euro sind weg, ist schade um das Geld. Aber ich lasse mich dennoch nicht unterkriegen. Ich gehe einfach weiterarbeiten, spare mir das Geld und besorge mir trotzdem eine Nintendo Switch irgendwann, wenn ich genug Geld habe. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen mit diesem Video und hoffentlich werdet ihr nicht verarscht. Und wenn ihr verarscht worden seid, dann geht zur Polizei, erstattet Anzeige, versucht irgendwie so viele Informationen über den Betrüger herauszukriegen, wie ihr könnt und geht dann zur Polizei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns. Lasst euch vom Internet nicht betrügen. Haut rein. Ciao.